for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo liebe Reptil-TV-Freunde, heute sind wir bei Folge 55. Hier so als Intro-Tierchen. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt immer so ein Intro-Tier. Ihr habt bestimmt früher den Jimmack gesehen, ein Platz für Tiere. In meiner Kindheit absolut das wöchentliche oder ich glaube zum Teil sogar nur monatliche Highlight. Das haben wir uns als Beispiel genommen oder wollen wir uns nehmen, deswegen immer so ein Intro-Tier. Heute habe ich euch nochmal unseren Lenny, den Albino-Alligator hier dabei. Logisch kann sich kaum jemand einen Albino-Alligator zu Hause halten, beziehungsweise einen Alligator generell. Nicht nur, weil die unheimlich teuer sind, sondern weil sie natürlich riesengroß wären. Die Alligatoren 3 bis 5 Meter passt bei kaum einem ins Wohnzimmer. Aber ich möchte euch trotzdem zeigen, absolut super schönes Tier, sind oder werden völlig zahm, auch selbst wenn sie groß sind, absolut zahme Tiere haben eine unheimlich hohe Intelligenz, deswegen werden sie ja auch so zahm durch die hohe Intelligenz, weil sie halt einfach realisieren, dass man denen nichts Böses will. Den wollte ich euch einfach nochmal zum Intro zeigen und hier in ganzer Pracht und Länge, jetzt hat er ungefähr gut 2 Jahre alt, ist er jetzt, wollte ich ihn euch einfach nochmal zeigen. Der Albino Gator war, wie gesagt, nur das Intro, nur der Einstieg. Hier in der Hand habe ich das Tier der heutigen Folge, ein Jemen-Chamäleon. Wir haben von Anfang an eigentlich fast sehr viele Zuschriften immer von euch, ja, macht endlich mal eine Chamäleon-Folge. Heute ist es soweit, wir machen eine Chamäleon-Folge. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Jemen-Chamäleon vielleicht noch mit dem Panther-Chamäleon, aber vor allem das Jemen-Chamäleon das einzige ist, was sich wirklich gut in der Terroristik halten lässt. Es lässt sich nachzüchten. Es wird in zigter Generation nachgezogen. Wie gesagt, lässt sich auch von einem Einsteiger gut halten. Deswegen ist das so das einzige Chamäleon, das ich wirklich jedem empfehlen würde oder könnte. Für die Profis unter euch vielleicht auch noch das Panther-Chamäleon. Alles drüber raus, meiner Meinung nach, die Teppich-Chamäleons, die Jacksonis, die was weiß ich was, kann man fast nicht halten. Ist nur was für die ganz ober eingefleischten Profis. Und meiner Meinung nach, selbst bei denen, geht es oft schief oder sowas. Also dann, wenn ihr euch ein Chamäleon holt, dann bitte so ein Jemen-Chamäleon, eine Nachzucht und nicht irgendein schönes Chamäleon, das irgendwo in der Natur wild gefangen wurde. Wenn wir die Jemen-Chamäleons im Terrarium richtig halten wollen, müssen wir uns natürlich überlegen und klar sein, wo das Tier herkommt. Ganz logisch, wie der Name schon sagt, das Jemen-Chamäleon kommt aus dem Jemen. Jemen ist arabisches Wüstenland, würde ich bald mal sagen. Also ist arabische Halbkugel, dort der Südzipfel ist, geht der Jemen so rüber. Es ist, wie gesagt, ein Wüstengebiet, allerdings auch mit Gebirge drin. Die Gebirge gehen bis weit über 3000 Meter hoch. Die Jemen-Chamäleon haben da so einen Lebensraum zwischen 400-500 Meter bis 2500 Meter Höhe. Leben die da an den Gebirgshängen sozusagen. Und es ist ein trockenes Gebiet, aber es ist ein Waldgebiet und die Niederschläge sind zum Teil ausgeprägt. Also es gibt eine kleine und große Regenzeit, es gibt aber auch die Trockenzeiten. Ja? Also um es auf den Punkt zu bringen, es ist kein tropisches Tier in dem Sinn, sondern einfach ein Baum- bzw. Waldbewohner, wo es aber auch regelmäßig regnet. Wie bei jedem Terrarientier ist natürlich das Klima, das A und das O in der Haltung. Ich würde beim Jemen-Chamäleon so als Schwerpunkt oder als wichtigste Punkte sagen, ihr braucht ein perfektes Licht, natürlich mit UV-Licht, da kommen wir nachher nochmal genau drauf zu. Dieses Licht muss extrem hell sein, weil es eben ein Sonnenbewohner, ein tagesaktiver Sonnenbewohner ist. Und ihr braucht die entsprechende Temperatur, die braucht nicht übermäßig heiß zu sein, also unter dem Licht oder Strahler, so rund 30 Grad ist okay. Und ihr braucht auch eine deutliche Nachtabsenkung, also es nachts natürlich alles ausmachen und Raumtemperatur, beziehungsweise selbst wenn der Raum bis 15 Grad runter geht oder im Winter sogar bis 10 Grad runter geht, ist das okay. Ja? Also starkes Temperaturgefälle, ganz helles, intensives Licht und natürlich UV-Licht. Hier haben wir jetzt schön den Größenvergleich. Auf der rechten Seite das Baby. Das ist bei uns hier jetzt vor gut einer Woche sind die geschlüpft hier. 10 Tage vielleicht.
Und der links, das ist ein Männchen, der ist jetzt ja, so ein Dreivierteljahr, knappes Jahr alt. Der ist noch nicht ganz ausgewachsen, aber ist ein geschlechtsreifes Männchen in der Größe. Und da sieht man dann natürlich auch, wie wahnsinnig schnell die wachsen. Also innerhalb von, wie gesagt, von einem knappen Jahr, von dieser Mini-Größe auf so eine doch recht stattliche Größe von ca. 100 Gramm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man so einen kleinen Scheißer hier so groß bringen, wie den, wo wir vorher gesehen haben. Vorneweg, wenn ihr euch ein Chamäleon zulegt, ich würde nicht ganz mit so einem Baby anfangen, wie das, was ich hier habe. Da sind sie doch relativ heikel. Wenn da irgendwas von der Temperatur, von der Feuchtigkeit nicht ganz stimmt, so ein Minitierchen ist auch schnell dehydriert und macht euch dann vielleicht Probleme. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, kauft euch schon ein Tier, das vielleicht so 3-4 Monate alt ist, ne? Dann hat es ungefähr so eine Körpergröße und dann könnt ihr es problemlos halten. Der Trick bei diesen ganz kleinen Babys ist, ihr müsst sie wirklich eng halten. In so einem kleinen Terrarium 20-20-20, beziehungsweise so wie mir in diesen Blockterrarien, wo so mehrere nebeneinander sind, da kann man die Kleinen relativ gut halten. Man muss sie eng halten. Interessanterweise, man darf sie sogar offiziell in Deutschland auch eng halten, weil das sich mittlerweile sogar bei den Behörden durchgesetzt hat, dass so ein Chamäleon-Baby einen engen Platz braucht, um überhaupt zu gedeihen. Und das ist der Trick dabei. Hintergrund zu dieser engen Haltung ist einfach, die müssen halt wirklich viel Futter in unmittelbarer Nähe finden, damit sie auch genug fressen, damit sie so schnell so wachsen können, wie es Chamäleons einfach tun. Wenn ihr entgegen meinem Ratschlag von vorher wirklich ein Baby kauft oder bekommt, dann braucht ihr, wie gesagt, so einen ganz kleinen 20x20 Würfel, um das Tier drin halten. Wenn ihr jetzt ein Tier in der Größe, wie ich euch das gesagt habe, erwerbt, also so Körpergröße, so 5, 6, 7 Zentimeter, dann ist so ein mittelgroßes Terrarium perfekt. Von der Einrichtung her, ich habe jetzt hier unten drin so Pinieneinstreu. Ihr könnt aber auch, Kokos eignet sich oder manche legen Moos rein. Wir haben sogar nur Zeitung drin, weil wir das jeden Tag frisch machen können. Verschiedene Substrate sind okay. Ich glaube, das ist gar nicht so sonderlich wichtig in dem Fall, weil das Chamäleon sich hier auf dem Baum aufhält und es einfach irgendwas sein sollte, das ihr gut reinigen könnt. Dann natürlich entsprechend Äste reinmachen, die Äste auch entsprechend dick, dass das Tier sich gut festhalten kann. Bisschen Grünzeug reinmachen. Zum einen sieht es immer schöner aus mit dem Grünzeug. Zum anderen für das Tier auch wichtig, weil es sich durch das Grünzeug sicherer fühlt, geschützter fühlt. Dann kann es sich ein wenig verstecken. Ob künstlich oder echt, ist an sich egal. Wenn ihr echte Pflanzen zur Verfügung habt, könnt ihr die auch gern nehmen. Wichtig, dass sie natürlich nicht mit Pestizide behandelt sind, das ist ja klar. Und eigentlich auch wichtig, dass die das Klima da drin aushalten. Sonst könnt ihr alle 4 Wochen neue Pflanzen reinmachen, ist auch schade. Dann der ganz gravierende Punkt ist hier die Beleuchtung drin. Ich hatte es vorher angesprochen, das UV-Licht ist bei Chamäleons total wichtig. Es gibt hier entweder von Solar Raptor oder von X-Reptile sehr gute Lampen. Ihr habt bei den Lampen, also sie sind auf HQI-Basis, ihr habt die Helligkeit, ihr habt das UV-Licht und die Lampen geben gleichzeitig die Wärme ab. Jetzt für so eine Terrariengröße, was ich hier habe, das ist 40x40x60 hoch, würde ich 35 Watt verwenden. Bringt er dann oben am Deckel an. Ich habe jetzt hier so eine gekröpfte Fassung genommen, finde ich ganz praktisch. Kann man dann hier so am Deckel anbringen, zum Beispiel am Lüftungsgitter an der Rückseite vom Terrarium. Und dann scheint die so leicht schräg ins Terrarium rein. Dann ist das Ganze schön ausgeleuchtet. Unter der Lampe habt ihr dann ca. 35 Grad. In der keltischen Ecke habt ihr, schätze ich mal, 25 Grad. In dem Fall so optimal. Wie gesagt, welcher Hersteller, X-Reptile, Solar Raptor, ist eigentlich egal. Wichtig, es muss eine Lampe sein, die wirklich richtig UV-Licht hat. Die kosten alle so, sagen wir, die Lampen selber so 30 Euro. Man braucht dann immer ein Vorschaltgerät, das kostet auch nochmal 50 Euro. Also für die Lampe müsst ihr runde 100 Euro investieren. Es sind so Billiglampen auf dem Markt, da steht dann irgendwas von Sonnenlicht oder Sunlight oder sowas drauf, kosten 10 Euro, sind definitiv nicht in Ordnung, könnt ihr nicht verwenden für Chamäleons, weil die einfach keinen UVB-Anteil haben. Ja. Also ihr müsst wirklich das Hauptaugenmerk auf die Lampe legen und da müsst ihr dann auch richtig Geld dafür ausgeben, dass ihr was Gescheites habt. Jetzt kommt vielleicht von einigen die Frage noch wegen Schutzkorb.
Ich würde jetzt bei so einer Kleinlampe keinen Schutzkorb verwenden. Ich würde sie so anbringen, dass das Chamäleon oder dass der Aschteil nicht direkt bis an die Lampe hingeht, sondern dass der Asch so weit weg ist, dass das Tier auch nicht an die relativ warme Lampe hingreifen kann. Ja, einfach ein Stückchen Abstand lassen, dann ist das okay und ist das vertretbar. Noch ganz kurz zum Kabel zu der Lampe. Durch das, dass die ja lang an sind und doch recht heiß werden, müsst ihr so ein Silikonkabel verwenden. Also das ist so ein hitzebeständiges Kabel, also kein ganz normales 0815-Kabel, sondern so ein hitzebeständiges. Das Ganze noch abgerundet mit einem Terrarienschloss für die Schiebescheibe. Ja, ne, das tut man so einhängen. Wenn ihr kein Schloss verwendet, die Chamäleons, die spielen wirklich die ganze, was heißt spielen, oder die fummeln die ganze Zeit wegen an der Scheibe rum. Kann schon sein, dass die das mit der Zeit aufkriegt und dann ist Chamäleon weg. Also macht ein Schloss hin, dann wisst ihr, dass da nichts ausbrechen kann und vielleicht auch von außen niemand, irgendwelche Kinder oder so, vielleicht nicht aus Versehen mal die Scheibe aufschieben und dann ist Chamäleon auch weg. So ist Terrarium perfekt. Ihr könnt noch die Seitenwände oder Rückwände verkleiden mit Kork oder mit einer so einer Fototapete oder mit so Bildern, dass es ein wenig schöner aussieht. Mehr braucht ihr nicht dazu. Ihr braucht keine zusätzliche Heizung noch. Die Lampe macht warm genug. Nachts macht er alles aus. Ja? Also ihr lasst die Lampe 10 bis 12 Stunden an. Nachts macht das aus. Wie vorher schon angesprochen, die Temperatur kann auf Raumtemperatur runtergehen. Selbst wenn der Raum unter 20 Grad geht, das ist eigentlich sogar optimal. Also nachts alles ausmachen. So wie es ich euch jetzt zeige, ist für ein mittelgroßes Chamäleon wäre das die perfekte Ausstattung. Die Tiere wachsen recht schnell, also das ist leider nur ein Übergangsterrarium. Ihr braucht danach ein richtig großes Endterrarium. Da solltet ihr mindestens die Größe 60 mal 60 mal einen Meter haben. Oder es gibt 1,20 mal 60 mal einen Meter, ist auch ein recht schön großes Maß. Also ein relativ hohes Terrarium natürlich, weil es ein Baumbewohner ist. Und auch einigermaßen, also für ein Pärchen würde ich euch dann sogar das 1,20 mal 60 mal 100 empfehlen. Da könnt ihr tollen Pärchen drin halten. Von der Einrichtung in dem Großen, äquivalent zu dem, was wir jetzt gesehen haben, ihr müsst einfach einen deutlich größeren Strahler verwenden, der das Terrarium dann zum einen genug ausleuchtet, also die Lichtintensität für das große Terrarium bringt und natürlich auch die Wärme und auch das UV-Licht für das große Terrarium bringt. Was auch für die Chamäleons eine tolle Sache ist, was ich euch hier noch zeigen will, sind diese Gaze-Terrarien. Die sind dafür gedacht, dass man die Tiere reinsetzen kann natürlich und draußen in die Sonne damit tun kann. Natürlich aufpassen, nicht nur in die pralle Sonne, dass es nicht entweichen kann, dann überhitzt es euch natürlich. Also so, dass ein Teil im Schatten ist oder im Gaze-Terrarium selber einen Schattenplatz machen. Aber ansonsten ist es natürlich gerade für Chamäleons optimal. Auch vom Klima her, wie gesagt, die vertragen auch hohe Temperaturen und niedrige Temperaturen. Also bei uns in unserem deutschen Sommer kann man das Tier, wenn es wirklich milde Tage sind, kann man sogar Tag und Nacht draußen lassen. Und schon an sonnigen Tagen ruhig mal das Tier in so ein Gaze-Terrarium und draußen in Baum hängen oder auf den Balkon hängen. Und wie gesagt, natürlich wichtig, passt auf, dass auch Schatten da ist, dass nicht überhitzt. Ja. Von der Größe her, das ist jetzt hier natürlich ein Jungtier-Gaze-Terrarium. Für ein Tier in der Größe gibt es die Gaze-Dinger auch mit 60 und 80 cm Größe. Aber für die Gesundheit von dem Tier eine absolut super Sache. Kommen wir zum Thema Handling. Wir haben es schon die ganze Zeit hier an unserem Männchen gesehen. Ein Jemen-Chamäleon, also ist jetzt kein besonders braves Tier, was wir ausgesucht haben. Da haben wir ganz einfach eins unserer Tiere genommen. Es sind zutrauliche, ruhige Tiere. Es gibt auch mal, dass ein Chamäleon einen anfaucht, wenn man es rausnehmen will. Macht euch nichts draus, nehmt es trotzdem einfach raus. Selbst wenn die oder wenn ein Tier in der Größe mal beißen würde, was sie eigentlich nicht machen, aber das tut nicht wahnsinnig weh. Aber wenn man sie so auf der Hand hat, sind es ruhige Tiere, die man gut handeln kann, wenn man muss. Klar sind es keine Schmusetiere, nichts, was man von früh bis spät spazieren tragen muss. Aber es sind ruhige, zahme Tiere, die wirklich Spaß machen. Ich habe zum Beispiel auch eine Kundin, die hat in jedem Chamäleon, die nimmt es zum Fliegenjagen. Die geht wirklich hin, nimmt ihr Chamäleon in die Hand. Wenn eine Fliege am Fenster sitzt oder sowas, geht hin. Das Chamäleon, bums, schießt die Fliege von der Fensterbank runter. Ja, also so zahm und zutraulich werden die. Von dem her machen die dann auch wirklich Spaß. Wenn wir jetzt gerade die zwei Tiere hier schon so haben,
können wir auch noch ganz gut den Geschlechtsdimorphismus zeigen, sagt man, also die unterschiedliche Färbung der Geschlechter. Das hier in meiner Hand ist ein Männchen, ist in der Regel schon deutlich oder noch schöner gefärbt, ne? Hat jetzt hier diese Streifenzeichnung und so weiter. Die Weibchen haben auch eine schöne Zeichnung, aber nicht ganz so intensiv wie die Männchen. Was auch gravierender Unterschied bei einem guten, gesunden Tier sind die Helme. Ne? Das Männchen hat schon einen deutlich höheren Helm wie so ein Weibchen. Richtig schön hohen, kräftigen Helm. Wie gesagt, das hier ist ja ein subadultes Tier, haben wir vorher gesagt. Also ein großes, adultes Männchen, der hat nochmal ungefähr die doppelte Höhe an Helm. Was am allergravierendsten ist, oder wie man die Geschlechter wirklich von klein auf unterscheiden kann, die Männchen haben hier am Hinterbein zwischen, also nur an den Hinterbeinen, da wo die Zehen sich teilen, haben die hier so einen Dornvorsatz. Ja, kann man hier ganz deutlich sehen. Das ist von klein auf. Bei den Weibchen fehlt dieser Dornvorsatz. Ja, also man kann wirklich ein Jungtier nehmen, kann mit der Lupe schauen, dann sieht man den Dornvorsatz, weiß man genau beim Jungtier, Männchen oder Weibchen. Ganz wichtiges Thema natürlich Fütterung bzw. Tränken. Das Sprühen ist ein ganz wichtiger Faktor bei den Chamäleons. Also die trinken ganz selten aus der Wasserschale. Ein adultes Tier geht auch mal in die Wasserschale und trinkt vielleicht raus. Aber die Jungtiere trinken die Tautropfen. Ja. Also deswegen, wir sprühen zweimal am Tag, am Vormittag und am Nachmittag, die Blätter im Terrarium ansprühen oder wir sprühen oben die Lüftungsgitter an und dann bilden sich da die Wassertropfen und die Tiere gehen hin und lecken das ab. Ja. Zum Füttern. Die klassischen Insektenfresser, also größere Tiere, gehen auch zum Teil mal wegen an Obst dran. Könnt ihr Obst probieren, so Mango, Erdbeere, diverse Obstsorten könnt ihr anbieten. Trauben fressen sie manchmal ganz gern. Aber gerade bei Jungtieren und auch dann die adulten Tiere kommt um irgendwelche Insekten nicht rum. Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Schaben, also alles, was Beine hat, was springt, ist optimales Futter. Ja. Irgendwelche Wurmsachen, Mehlwürmer, Zophobas, am besten ganz weglassen, ist zu fett, zu phosphorreich. Also füttert irgendwas Springendes, Krabbelndes, irgendwas mit Füßen, sage ich immer. Und bei der Fütterei natürlich ganz wichtig, dass er ein Mineralpräparat dazu füttert, entweder von Herbamed, Herbetal oder Nektar. Und das sind so die Präparate, die mir anbieten. Wichtig, dass wirklich viel Vitamin D3 enthalten ist. Ja? Also nicht irgendeins nehmen, wo halt irgendwas mit Multimineral draufsteht. Lasst euch beraten, nehmt ein gutes Präparat. Gerade bei Chamäleons ganz wichtig, weil die wahnsinnig schnell wachsen. Wenn die nicht mit Mineralien und vor allem mit D3 ausreichend versorgt sind, werden die unheimlich schnell rachitisch. Das ist so ein Hauptproblem bei den Chamäleons. Ja? Also jeden Tag die Futterinsekten mit einstäuben. Dann geht es dem Chamäleon auch gut. Zum Fütterungsintervall selber. Ich würde ein Baby oder Jungtier täglich füttern. Wenn es ein bisschen größer ist, könnt ihr einen Fastentag machen. Also bei einem halbwüchsigen Tier ein, zwei Fastentage. Ein Tier in der Größe vielleicht noch drei, viermal die Woche füttern. Und wenn ihr ein ganz ausgewachsenes, adultes Tier habt, reicht es, zwei, dreimal die Woche zu füttern. Beziehungsweise habt ihr ein Weibchen, das Eier abgelegt hat, dann müsst ihr natürlich wieder viel füttern. Also das Weibchen, das abgelegt hat, das kann man eine Zeit lang wieder jeden Tag füttern, damit es wieder kräftig wird. Die Frage ist jetzt, was hat es hier mit dem Eimer auf sich? Eins der wichtigen Zuchtutensilien bei den Jemen-Chamäleons. Also die Jemen-Chamäleons züchten an sich unheimlich leicht. Ne? Wenn man Männchen und Weibchen zusammen hat, also es wäre eigentlich auch die optimale Besetzung, ein Mann, ein Weibchen oder man kann ein Mann, zwei Weibchen miteinander halten, dann züchten die fast zwangsläufig. Ist völlig einfach. Der schwierige Punkt, ich weiß es aus meinen Anfangsjahren mit Jemen-Chamäleons, ist, dass die Eier gescheit ablegen. Ja, man hat, also ich hatte am Anfang unheimlich Probleme mit Legenot bei den Weibchen, haben einfach die Eier nicht abgelegt und ich musste dann zum Tierarzt damit gehen. Der Trick dabei ist irgend so ein Eimer, ja, Eimer oder zum Beispiel auch diese PET-Flaschen, ne, mit dem dünnen Flaschenhals eignen sich auch ganz gut. Der Gag dabei ist eben, dass das Weibchen muss ein hohes Gefäß haben und sich richtig tief eingraben können. Ja.
und dann ihre Eier ganz unten ablegen. Wenn ihr jetzt im Terrarium zum Beispiel denkt, naja, da mache ich, oder so ging es mir damals, da habe ich einfach so hoch Streu ins Terrarium gemacht, gedacht, die wird sich schon eingraben, die gräbt einfach das ganze Streu weg und hat doch keinen schönen Platz zum die Eier ablegen. Ja? Also die muss sich richtig tief, wie gesagt, in einem Eimer oder in so einer PET-Flasche oder irgendwas eingraben können und legt dann ganz unten auf dem Boden ihre Eier ab und dann macht ihr das auch problemlos. Ja? Also wenn ihr seht, das Weibchen ist dick, man erkennt es, die wird dann richtig kugelrund dick. Sie kriegt dann auch noch so Flecken, so Punktezeichnung. Das ist so ganz markant bei denen. Das hier ist jetzt übrigens ein Männchen, aber die Weibchen kriegen diese Punkte. Dann wisst ihr, dass die trächtig ist und dann unbedingt macht so einen hohen Eimer rein, den dreiviertel voll mit feuchter Erde, feuchtes Ablegesubstrat und dann kann die super da drin ablegen. Wir wollen natürlich, dass unsere Terrarientiere gesund und glücklich sind. Der größte oder klassische Fehler bei den Jemen-Chamäleons ist zum einen die falsche Beleuchtung. Also ich habe es vorher angesprochen. Ihr müsst wirklich eine gute Beleuchtung haben mit deutlich UVB drin. Diese Beleuchtung in Verbindung mit Mineralien bzw. D3 bewirkt, dass die Tiere nicht rachitisch werden. Ja, das ist so der klassische Fall bei den Jemen-Chamäleons. Sieht man leider oft. Also wenn ihr mal irgendwo Jemen-Chamäleon seht, achtet mal drauf. Man erkennt es gut am Helm, ne? Der Helm ist dann nicht richtig schön ausgeprägt, sondern ist so flach gedrückt. Die Beine werden oft krumm, wenn sie rachitisch sind oder sie sind krumm. Also sie sind nicht wie jetzt bei unserem Tier hier schön gerade, wie sie logischerweise sein müssen, sondern da sind dann irgendwelche Biegungen oder so drin. Wenn es ganz extrem ist, irgendwann laufen die nicht einmal mehr normal, sondern kriechen fast nur noch auf die Vorderbeine rum. Klassischer Fall von rachitischen Tieren. Ist natürlich eine Katastrophe. Früher oder später können sie nicht einmal mehr richtig schießen oder so. Also deswegen gutes Licht, gute Mineralien, dann geht es dem Tier gut. Ein zweiter Faktor ist vielleicht noch der Stress. Die Chamäleons generell und auch das Jemen-Chamäleon ist ein Tier, wo Stress nicht wahnsinnig verträgt. Also es ist jetzt nicht super geeignet, um es in der, übertrieben gesagt, in der Wirtschaft als Schauterrarium zu präsentieren. Sondern es sollte wirklich irgendwo sein, wo jetzt nicht wahnsinnig permanent Publikumsverkehr ist oder sowas. Ne? Eben, man kann sie rausnehmen, man kann sie hantieren, aber der Stress ist schon ein Faktor, was denen zu schaffen macht. Deswegen passt auf, dass sie nicht permanent im Stress sind, nicht permanent Menschen in der Gegenwart sind und die da nerven. Jetzt zum Abschluss zeige ich euch noch ein ganz tolles Experiment. Ich halte das Chamäleon vor mein dunkles T-Shirt. Und was passiert? Gar nichts passiert. Also dieser alte Gag, das Chamäleon nimmt die Farbe vom Hintergrund an, ist natürlich Quatsch. Entbehrt fast jeder Grundlage, beziehungsweise kommen tut dieses Ammenmärchen daher. Die können natürlich schon ihre Farbe verändern, machen sie auch, aber hat nichts mit der Umgebung oder mit dem Hintergrund zu tun. Ne? Dass wenn sie vor einem schwarzen Hintergrund sind, schwarz werden und vor grün, grün und vor blau, blau, völliger Quatsch. Die verändern ihre Farbe. Das Ganze ist dann irgendwie stressbedingt. Ja? Wir haben es vielleicht vorher an dem kleinen Baby ganz gut sehen können. Am Anfang war das so dunkelbraun oder dunkel. Das ist dann so eine Stressfärbung. Ja? Das Tier ist das hier gewohnt, das Hantieren, deswegen macht es jetzt hier keine Stressfärbung oder wird nicht viel dunkler. Aber gerade Jungtiere oder Tiere, die das Hantieren gar nicht gewöhnt sind, beim Stress werden sie dunkel, fühlen sie sich wohl, zeigen sie ihre normale grüne Färbung. Wollen sie Wärme aufnehmen, werden sie auch dunkler, haben sie es zu warm, werden sie manchmal ganz hellgrün. Ja? Also so können sie über die Farbe zum einen die Temperatur beeinflussen und vielleicht auch Stress oder wenn Männchen gegeneinander kämpfen, können sie auch so wie so Warnfarben kriegen oder sowas. Oder die Weibchen, wenn sie trächtig sind, hatte ich vorher angesprochen, kriegen sie so eine Trächtigkeitsfärbung. Da können sie schon Dinge zum Ausdruck bringen über ihre Färbung, aber hat nichts mit dem Hintergrund zu tun. Dann sind wir am Ende. Wie zum Schluss von jeder Sendung auch noch der Hinweis auf die gute Literatur. Also es gibt gute Monographien über Jemen-Chamäleons, kann ich euch durch die Bank empfehlen. Die sind alle gut, sind wirklich gute Titel. Holt euch Bücher, lest Bücher. Ich kann hier 20 Minuten lang hier was erzählen bei ReptilTV, aber da bin ich bei weitem nicht so weit wie das, was in den Büchern steht. Also lest euch das durch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und checkt meine Chamäleons.
Hörst du auf, nach mir zu beißen? Wir sind hier beim Zahnarzt. Guck, der hat nämlich gerade ein Zähnchen wegen verloren. Wenn ihr ein adultes Tier habt, ich glaube, wir machen hier einen Schnitt. Ja, das kann man auch gut machen. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt Chimek. Bin ich mit aufgewachsen im, wie hieß die Sendung, nicht im Reich der wilden Tiere, sondern, wie hieß es? Fuck. Wir haben wirklich mordsviele Zuschriften von euch schon von Anfang an. Jemen ist so südliche Spitze von der arabischen Halbkugel. Scheiße, südliche Spitze von der arabischen. Das Wichtige an der Haltung ist eben das, na, mal ein bisschen weniger ist eben das. Klar, aber ich denke, man erkennt es an dem Tier, aus einem grünen, feuchten Gebiet kommen. Grün, feucht, scheiße, echt. Das fing so gut an, aus einem. So wären wir verwöhnt bei Reptil TV, hä? Das ist doch eine Sache, hä? Da macht es gleich Spaß. So, herzlich willkommen zu Reptil TV. Super. Wichtig bei einem Terrarientier ist natürlich, dass es gesund ist, sich einer guten Gesundheit erfreut. Am Schluss bin ich gleich wegen abgekackt hier, so, aber darf ich die Kamera ausmachen.